Zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir einen Ofenpfannkuchen mit Äpfeln. Und dazu benötigen wir natürlich Äpfel, außerdem Zucker, Mehl, Eier, Zimt, Backpulver, Vanillezucker und Mineralwasser. Und natürlich noch etwas Salz. Nachdem ich die Äpfel in kleine Stückchen geschnitten habe, optional könnt ihr noch etwas Zitronensaft darüber geben, kann ich mich auch schon um den Teig kümmern. Dazu gebe ich einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel und lasse diese so lange durchrühren, bis daraus ein schöner cremiger Teig entstanden ist. Dieser wird dann auf ein zuvor eingefettetes Backblech gegeben. Der Teig ist meist ziemlich flüssig, lasst euch dadurch aber nicht irritieren. Und dann werden auch schon die Apfelstückchen draufgelegt. Bevor ihr den Ofenpfannkuchen in den Ofen gebt, habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt ganz klassisch Zimt und Zucker drüber streuen oder auch zusätzlich noch Mandeln, Cornflakes, was auch immer ihr mögt. Der Ofenpfannkuchen kommt dann bei ca. 190 Grad für etwa 30 Minuten in den Backofen. Manchmal kann es auch etwas länger dauern. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!